Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute machen wir eine ganz leckere Currysoße und die kann man super zu allem Möglichen verwenden. Das Rezept daraus habe ich aus einem Buch, das ist von wunderkessel.de, Lieblingsrezepte, Band 3, es geht auch ohne Fleisch. In dem Buch nennt sich die Soße allerdings vegetarische Bratensoße. Ich finde, mit Bratensoße hat das überhaupt nichts gemeinsam, aber lecker ist sie auf alle Fälle. Als erstes haben wir dazu eine große Zwiebel im Mixtopf zerkleinert, und zwar auf Stufe 5 Sekunden. Dann kommt so ein Esslöffel Olivenöl mit rein, oder laut Rezept eigentlich 30 Gramm, aber ich finde, das ist nicht nötig, dass so viel da rein muss. Jetzt waren es 15 Gramm bei mir und das hat auch vollkommen ausgereicht. Ich habe da Rapsöl genommen. Dann werden die Zwiebeln da 2,5 Minuten angedünstet. Und dann kommen 3 Esslöffel Mehl hinzu und 1 bis 2 Esslöffel Curry. Da ich es ziemlich würzig mag, habe ich also 2 Esslöffel Curry da reingetan. Diese Soße eignet sich super zu vegetarischen oder veganen Bratlingen. Die ist aber auch sehr lecker zu Gemüse. Also man kann die wirklich zu allen möglichen nutzen. Richtig, richtig lecker. Jo, also das ist jetzt der Curry, den habe ich jetzt da noch mit reingetan. Und dann wird das Ganze nochmal 1 Minute bei 100 Grad auf Stufe 1 bis 2 angeschwitzt. Und das Ganze sieht dann so aus. So ein bisschen klumpige Angelegenheit, aber das geht jetzt gleich wieder weg. Jetzt füllen wir nämlich noch 250 Gramm Gemüsebrühe ein. In dieser, also es waren 250 Gramm Wasser und 1 Esslöffel Instant-Gemüsebrühe habe ich darin aufgelöst. Heißes Wasser bitte. Und dann habe ich das Ganze 5 Minuten auf 100 Grad Stufe 2 bis 3 köcheln lassen. Und 1 Minute bevor das ausgelaufen ist, kommt dann ein Päckchen Sahne noch dazu rein. Ich habe jetzt Sojasahne genommen. Könnt ihr auch Hafersahne nehmen oder was ihr gerade so an pflanzlicher Sahne da habt. Ja, und dann ist das dann nach 5 Minuten insgesamt durchgerührt. Und dann habe ich die Soße mal abgeschmeckt. Also so sieht natürlich jetzt durch den Curry ziemlich gelblich-grünlich aus. Aber gut, wie gesagt, mit Bratensoße finde ich, hat das nichts gemeinsam. Dann habe ich das alles Ganze nochmal mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und dann nochmal ganz kurz durchgemixt. Ja, und dann ist die Soße fertig. Ich habe jetzt dazu Haferbratlinge gemacht und Brokkoli. Das Rezept und das Video für die Haferbratlinge, das kommt dann auch kurzfristig. Dann könnt ihr das ja mal nachmachen, wenn ihr wollt. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Nachmachen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!